Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Broken Age, zweiter Teil. Ich frage mich, ob dem kleinen Greifer genauso schwindelig wie mir ist. Er ist hier. Erwischt. Und jetzt lass den Helm los. Ah, das ging gut. Ja, wir sind im zweiten Dieser Teil von Broken Age. Der war näher als der andere. Mal sehen, ob ich da... Nö. Dem Greifer vielleicht? Mist. Schlechtes Timing. Wie schlechtes Timing? Hoppla. Falsche Richtung. Hä? Er ist einfach zu weit weg. Okay. Na, wozu kann man dich brauchen, wenn du nicht mal an irgendwas rankommst? Ich glaube nicht, dass es weiterhilft, mit Wolkenschonen rumzuwerfen. Bitte, probier doch mal aus. Messer, ich werde dich in den Greifer dieses Dings da stecken, um ein Schwert zu machen. In das Ordnung? Bringt nichts. Der Arm der Mama greift nur nach dem Jungen und seine Sachen. Außerdem bin ich ein Einzelgänger. Okay. Er wird halt einfach nee, mal... ich hab sie doch erst auseinandergebracht. Der Arm scheint sich nicht für meine Schuhe zu interessieren. Glaubst du kannst die Hand für mich umbringen, Messer? Mir gefällt deine Denkweise, aber leider nein. Sie besteht aus Metall und ist so groß wie ein Haus. Ich dachte, du hättest ganze Raumschiffe erledigt. Ja, das sage ich doch. Eben nicht groß genug. Natürlich. Okay. Diese gruselige Riesenroboterhand kommt mir seltsam bekannt vor. Mir nicht mehr, weil es schon ein Jahr her ist. Verdammt! Wer hat diesen Schlauch so kurz abgeschnitten? Wir brauchen irgendwas, was uns, Hab dich! Hä? Wieso klappt irgendwas das denn jetzt? Sagt mir, dass ich dich nicht dazu bringe, diesen Stiefel loszulassen. Hab ich recht? Jetzt hält das die ganze Zeit den Stiefel fest. Abschneiden! Lieber nicht. Sieht aus, als hätte der Arm etwas gefunden, was er unbedingt greifen will. Tut mir leid, Helm. Okay. Immer noch nicht lang genug. Kann ich ihn das jetzt da dran machen? Mist, ich muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Was für ein richtiger Zeitpunkt? Mach einfach dran da! Wow. Hey, den Griff kenn ich! Ich wette, dass du in einem von diesen Tentakeln warst, die am Strand nach mir gegriffen haben. Vermutlich in einem von denen, auf die ich geschossen habe. Schön, das geschieht dir recht. Es ist die Hand kaputt, oder was? Ich komme nicht an den Stiefel ran. Egal, er ist vermutlich sowieso nicht meine Größe. Juhu, der Weltraum! Ich hab's geschafft! Ach, komm schon. Was mit dem anderen Schuh? Uns fehlt noch ein Schuh. Hui. Schon besser. Die Luft da draußen wurde allmählich etwas dünn. Okay. Es sieht nicht nach einem Weg zurück nach oben aus. Okay. Wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde. Ich habe gerne meine Füße am Boden. Ja. Achtung, Luftschleuse. Schön, entweder bin ich hier in einer Art Flur und Achtung, Luftschleuse. Achtung. Für Außeneinsätze werden Schutzanzug und Luftschlauch benötigt. Aber keine Sorge, ich werde sie dir anziehen. Herzchen? Diese Raumanzugteile, die ich gefunden habe, gehörten also jemandem namens Herzchen? What? Aber wer ist nun Herzchen? Das würde ich wirklich gerne wissen. Der Typ, oder nicht? Der Typ ist Herzchen. Oh nein, wir bewegen uns. Das bedeutet, dass ich Mok Chotra wieder zum Leben erweckt habe. Hallo. Bist du auch ein Gefangener von Mok Chotra? Du bist wohl eine Maid aus der Welt der Sechsecke. Was? Keine Sorge, kleines Sechseckmädchen. Ich finde die anderen Maiden und dann verschwinden wir alle von hier, klar? Bist du auch ein Gefangener von Mok Chotra? Da bricht ja alles auseinander. Hier muss was repariert werden. Wenn ich nur wüsste, wie man sowas repariert. Ich würde sagen, mit einem Messer einfach rumschneiden. Hallo? Okay, ich scheinbar. Ich will mir jetzt nicht den Schmutz unter meinen Fingernägeln wegmachen. Okay. Geld.
Gut. Da haben wir noch eine Tür. Da haben wir noch was. Warnung. Gegenstände, die in den Müllschlucker gesteckt werden, werden ins All geschossen. Es ist zwar nervig, aber ich will es nicht wegwerfen. Okay. Noch nicht. Noch nicht. Danke. Ich dich auch nicht, Mädchen. War das das Spielzimmer? Ist das ein Zug? Die Tür geht nicht auf. Das sieht gar nicht sicher aus. Da geht's auch weiter. Dann gehen wir erstmal nach da. Schauen, wo wir hier hinkommen. Mann, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Vielleicht lebt Mok Chotra ja wieder. Nun ja, so gut sieht er nicht aus. Was? Oh, der weint. Warum weint der? Nein, das darf ich nicht anfassen. Ich würde einen Stromschlag bekommen. Okay. Offenbar ist etwas Schreckliches hier drin. Aber was? Wieso was Schreckliches? Die Tür geht nicht auf. Offenbar ist etwas... Hauptsache, du grummelst. Das ist brandgefährlich. Brandgefährlich? Die sind alle so traurig. Ist das wie Müll? So räume ich auch mal auf. Ja, ich lege das besser zurück, um meine Spuren zu verwischen. Ach so. Okay. Da haben sie vermutlich wohl Sachen geschmolzen. Was? Sieht aus wie abgesperrt oder so. Da bricht ja alles auseinander. Ich bin sehr verwirrt, ob dieses Spiels. Ah, in der Höhle des Monsters. Beziehungsweise Schiff. Ob Monster oder Maschine. Ich habe es schon vorher zu Fall gebracht. Von innen sollte es noch einfacher sein. Okay. Was ist das? Geht nicht auf. Okay. Was ist das? Ist das die Intelligenz? Sieht wichtig aus, aber irgendwie auch unecht. Wahrscheinlich eine Attrappe. Kann ich nichts mehr tun. Im Ernst, wen wollen Sie mit diesem Kinderkram reinlegen? Wo gehst du hin? Ich habe da hingeklickt. Siehst du? Wir sind gar nicht im Weltall, Dutch. Das wusste ich. Schließlich habe ich auch das Schiff zum Absturz gebracht. Erinnerst du dich? Nein, ich habe es zu Fall gebracht. Aber lass uns nicht streiten. Bringen wir es gemeinsam noch einmal zu Fall. Solange ich Dinge zerschneiden kann, bin ich dabei. Yeah. Das ist noch eine Tür. Abgeschlossen. Wenn ich die Intelligenz dieser Operation finden könnte, dann kann ich vielleicht alle Türen öffnen. Hier muss was repariert werden. Aber drück doch mal, das sieht aus wie ein Knopf. Drück doch einfach mal drauf, Mädel. Oh, alle so traurig. Komm in die Küche. Was ist das? Ich kann da draußen nichts erkennen. Ach so. Was ist das? Hallo da drin. Hallo. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Mama! Ich heiße Vella Tartine. Ich heiße Vella Tartin und bin hier, um dich auszuschalten. Hast du Martin gesagt? Ist das eine deiner Witze, Shay? Alles in Ordnung. Du kannst jetzt rauskommen. In Ordnung? Hast du Witze? Ist das Mok Chotras Gehirn? Den Zug abschalten? Ich habe jeglichen Kontakt zum Zug verloren. Betriebstechnik. Nur eine routinemäßige Wartung. Betriebstechnik? Wovon sprichst du? Bist du das, Shay? Ja, ich bin's. Shay. Wirklich? Ist das wirklich du, Shay? Deine Stimme hört sich so seltsam an. Ich wurde verletzt. Deswegen klingt meine Stimme so komisch. Oh, das hört sich ja schrecklich an. Wenn es denn wahr ist. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin's. Erkennst du mich etwa nicht? Nun, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Mein Sohn würde das verstehen. Vielleicht. Okay. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum... Ja, ja. Das Schiff brennt. Du musst hier raus. Ich weiß, dass das Schiff brennt, deswegen bleibe ich auch in diesem feuersicheren Raum, bis ich herausfinde, was zu tun ist. Wer ist das?
Kannst du diese Tür öffnen? Ich könnte, aber das tue ich nicht. Nicht, bis ich weiß, wer du bist. Ja, ich bin's. Shay. Deine Stimme hört sich so seltsam an. Na schön, ich bin nicht Shay. Was? Willst du etwa ein grausames Spiel mit mir treiben? Ja. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Kann ich damit was tun? Nein. Da ist wieder irgendjemand traurig. Da kann ich rein. Wo kommen wir dann wieder raus? Achso, in Shays Zimmer. Was ist das? Eine Art Wohnbereich? Ja. Ach, hör auf, so traurig zu schauen, Mock Chodra. Das hast du dir selbst eingebrockt. Ach, hör auf, so traurig zu schauen, Mock Chodra. Gruselig. Warte. Ist das echt? Gut, das ist definitiv eine Attrappe. Pio! Kannst du die mitnehmen? Warum sollte das jemand hier hin tun? Nimm die mit, dann verarsch mal die Mutti. Hat der Junge, den ich gesehen habe, versucht, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, um nicht als Kidnapper vor Gericht gestellt zu werden. Oder jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Wie auch immer, ich berühre es nicht. Nimm es mit! Warum sollte das jemand hier hin tun? Warum sollte das... sieht ziemlich schwer aus. Warum sollte das jemand hier hin tun? Kannst du das schneiden? Ich will das nicht schneiden. Nee, ich will das nicht schneiden. Schöne Aussicht. Auf beides. Wie? Schöne Aussicht. Ach so, rein und raus. Auf beides. Auf beides. Dann gehen wir mal in den Lüftungsschacht. Irgendjemand hat diesen Lüftungsschacht aufgebrochen. Ich frage mich, warum. Gibt wohl nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Da wurde die Stimme aber künstlich verschnellert. Das hat man aber gehört. Ah, Shay. Ah ja, der Wolf. Du bist es also. Die Letzte. Wer bist du? Steuerst du dieses Monsterschiff? Nein, sie kontrolliert es. Die Intelligenz. Ich war nur ein blinder Passagier, der geschickt wurde, um den kleinen Jungen zu retten. Wovor wolltest du den Jungen retten? Vor ihr, die sie Mama nennen. Sie wurde dafür programmiert, den Jungen zu beschützen, aber sie tut es ohne Sinn und Verstand. Jetzt ist er ihr Gefangener. Wir alle sind Gefangene. Wer ist sie? Ich meine, wer ist sie wirklich? Sie ist die Intelligenz dieses Schiffs. Du findest sie im Raum neben der Kantine. Ja, da waren wir schon. Aber sei vorsichtig. Sie hat überall Augen und Hände. Okay. Der Junge ist kein Gefangener mehr. Er ist geflohen, als ich an Bord gekommen bin. Verstehe. Nun, das sollte die Mission nicht beeinträchtigen. Welche Mission? Die Kontrolle über das Schiff zu erlangen und diesen Wahnsinn zu beenden. Hat der Junge die Maiden entführt? Nein. Und ja, er hat sie ausgewählt. Aber er wusste nicht, was er da auswählt. Er dachte, er würde hilflose Kreaturen retten. Und das haben wir in Wirklichkeit auch getan. Hä? Wovor habt ihr sie denn gerettet? Wir haben euch vor der Pest gerettet. Welcher Pest? Hol mich hier raus und ich erklär's dir. Warum sollte der Junge auswählen, wen ihr rettet? Selbst unsere beste Technologie kann nicht die Instinkte eines Jungen wie Shay ersetzen. Vor allem nicht in seinem Alter. Du erklärst es ja gar nicht wirklich. Das Sprechen fällt mir schwer. Ach komm, schäm dich so an. Von mir runter, dann erkläre ich dir alles. Warum hast du mich die Letzte genannt? Du warst die letzte Kreatur, das letzte Ziel unserer Rettungsmission. Shay schien mehrmals besonders interessiert an dir zu sein. Warum habt ihr mich ausgewählt? Ich vermute, er hat deine Stärke gespürt, deinen Geist. Ich hoffe, dass er recht hatte. Wo sind die anderen Maiden, die ihr gerettet habt? Sie sind in Sicherheit, aber eingesperrt. Sobald wir wieder die Kontrolle über das Schiff übernommen haben, können wir sie befreien. Wo fliegt das Schiff hin? Vermutlich zurück zu seinem Heimathafen, um uns seinen Herren auszuliefern. Können wir das Schiff stoppen? Ja, aber nur, wenn wir in den Kontrollraum kommen. Sie hat die Tür mit einer Art Notverriegelung versperrt. Nur sie kann die Tür von innen öffnen. Kannst du eine der verriegelten Türen auf diesem Schiff öffnen?
Naja, meine Arme stecken fest. Aber ich glaube, ich kann diesen einen Knopf da drücken. Aha. Das ist alles, was ich tun kann. Na, immerhin. Danke, damit kann ich arbeiten. Ja, hast dich sehr nützlich gemacht. Hey, warte, du bist ein Wolf. Fällt mir gerade nach einer halben Stunde auf. Hey, warte, du bist ein Wolf. Tut mir leid, ich hatte einen wirklich seltsamen Tag und es wird immer schwieriger, seltsame Sachen sofort zu erkennen. Das ist eine lange Geschichte, aber wenn du mir hier raushilfst, verspreche ich dir, dass ich dir alles erkläre. Ich muss los. Tschö. Geh in den Kontrollraum. Das ist die einzige Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Kann ich das nicht wegheben? Ich will diesen Kerl nicht befreien, solange ich nicht 100% sicher bin, wer er ist. Okay, das natürlich auch. Diesen Schalter hat er verwendet, um die Tür da drüben zu entsperren. Die lasse ich lieber offen. Diese großen Überwachungsbildschirme scheinen nicht zu funktionieren. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür, die er gerade entsperrt hat. Wo landen wir denn dann? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was hier Sache war. Hm. Diese Tür ist abgeschlossen. Was sie da drin wohl verstecken? Sieht aus, als würde hier ein Tier schlafen. Ach ja, genau, der Wolf hat hier gelebt, ne? Sieht aus, als würde hier ein Tier schlafen. Kommen wir dahin? Ach ja. Sieht aus wie in einem Museum. Nach einem Tornado. Ich frage mich, was ich hier drin wohl über das Kind erfahren kann. Das werden wir mal sehen jetzt. Shay Walter, bester Schauspieler in lila Stiefel. Das Musical. Aha. Shay Walter. Okay. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 Zentimeter und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch? Splotch? Okay. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh. Die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den Totenköpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte. Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Was haben wir noch? Was für ein trauriger Sack. Was für ein trauriger Sack. Da steht Sicherheitspreis, Kategorie Schuhwerk. Hä? Erster Platz, Umarmmarathon. Ah, der Umarmmarathon. Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Kann ich damit irgendwas Shays tun? Shays erste Weltraumstiefel. Ja, ja. Kann ich das vielleicht irgendwie, wenn ins Inventar komme ich nicht ran. Ich kann sie mir also nur angucken, okay. Sicherheitspreis, Wassersport. Mhm. Eine Eisenbahn. Dieses Zugunglück scheint mir eine unheilvolle Vorahnung zu sein. Ich frage mich, ob er seinen ersten Zahn verloren hat, weil er einen sich bewegenden Rührbesen abgeleckt hat. So wie ich. Iiii. Name Volta ist Alter 6, Milchschneide, Zahn 8 und 9. Aha. Das ist zumindest eine Entschuldigung. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig. Naja. Ich wette, irgendjemand wollte Socken stricken, die aber viel zu lang wurden. Und so ist die Schlange entstanden. Ist ja süß. Ist ja süß. Zweiter Platz. Wettbewerb im Schuhebinden. Aha. Das war umarmt. Da steht Sicherheitspreis. Kategorie. So. Das schläft. Hallo? Hey, wer bist du? Ich bin Vella. Und wer bist du? Ich? Nun, ich... Oh mein Gott. Ich muss nachschauen, es ist schon so lange her, dass mich jemand gefragt hat. Okay. Ich heiße Melanie. Ah, hallo Melanie. Bist du eine Besenkammer, Melanie? Fast. Komm rein. Ich zeig's dir. Creepy. Wir gehen trotzdem mal rein. Gut. Und schließe deine Augen, damit deine Augäpfel beim Teleportieren nicht verloren gehen. Okay. Was? Du hast doch mindestens eine Stunde nicht gegessen, nicht wahr? Was? Überraschung. Ich bin ein Teleporter. Jetzt erzählst du mir ein Geheimnis. Hey, wo ist der andere Raum hin? Was ist mit meinem Kopf los? Und meiner Stimme? Ist alles normal. Oh nein, ich dachte, ich hätte das repariert.
du hast meinen Kopf größer gemacht. Keine Sorge, Schätzchen, das dauert nur kurz. Lass mich einfach von dir zurückteleportieren und ich korrigiere das. Ist der größer? Das ist seltsam. Sieht gar nicht so aus, als wäre der größer. Was ist das? Interessiert uns nicht. Hallo? Weißt du, sie hat nicht viel gesagt, seit das Schiff angegriffen wurde. Ich hoffe, es ging ihr gut. Okay. Sie macht nur viel Wirbel, weil sie eine besondere Wartung haben will. Hör auf damit, Nadine! Nadine! Also wirklich, hör auf jetzt! Komm mal hier. Hallo? Wer will zum Steuerbordkorridor? Ich! Scheinbar. Wir müssen über dein Parfum reden. Hä? Stink ich oder was? Danke für deine Reise mit dem Teleporter. Ah, sind wir wieder hier? Da ist mein alter Kopf wieder. Ich sehe da keinen Unterschied. Ich finde, er ist immer noch ein bisschen zu groß. Ja, das ist alles Gehirn. Schon gut, schon gut. Okay, dann sind wir wieder hier gelandet. Und ich würde sagen, hier speichere ich mal eben manuell. Manuell. So. Und, ich weiß noch nicht so recht, was ich von diesem Spiel halten soll. Also irgendwie, da war der erste Teil, glaube ich, was cooler, oder? Ich habe mich verändert in der Zeit. Ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr denn überhaupt Interesse an weiteren Folgen von Broken Age habt, den zweiten Teil der zweiten Episode. Wenn nicht, dann lasse ich das. Also lasst mich wissen durch Kommentare und Bewertungen. Wenn es gut ankommt, dann mache ich es weiter, sonst lasse ich es sein und dann hat sich das erledigt. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Rainbow LP. Tschüsschen!